bin Aria. Stell dir vor, du könntest nicht sagen, ich bin hungrig, ich habe Schmerzen, danke oder ich liebe dich. Stell dir vor, du wärst in einem Körper eingesperrt. Einem Körper, der deinen Befehlen überhaupt nicht gehorcht. Menschen sind überall um dich herum, aber du fühlst dich allein. Es wäre nicht einfach, oder? Nun, ich habe jahrelang so empfunden. Jahre, in denen ich mir die Fähigkeit wünschte, mich zu verständigen, mich auszudrücken oder mit anderen zu kommunizieren. Vielleicht fragst du dich, warum? Nun, ich bin von einem Baum gefallen. Ich war das einzige Kind meiner Eltern. Wir waren eine bürgerliche Familie und lebten in einem kleinen Haus mit einem wunderschönen Hinterhof, der eine alte Eiche hatte, die angeblich sogar noch älter als meine Großeltern war. Als mein Vater das Haus kaufte, fand er ein Baumhaus in der Eiche, gebaut von den Kindern, die vor uns im Haus gelebt hatten. Nach langem Überzeugen stimmte mein Vater zu, das Baumhaus zu reparieren. Er machte sogar eine Holzleiter, damit ich leichter in den Baum klettern konnte. Ich erinnere mich, dass ich meinem Vater geholfen habe, die Wände mit Postern und Fotos meiner Lieblingsband zu dekorieren. Für einen Augenblick denkst du vielleicht, was für eine süße Familie. Aber nein, das war nicht der Fall. Schau, meine Mutter ist eine wirklich launische Frau, die viel schreit und nichts, was ich oder mein Vater taten, konnte sie je zufriedenstellen. Sie verbrachte die ganze Nacht damit, vor dem Fernseher Zigaretten zu rauchen und dann den ganzen Tag zu schlafen. Was meinen Vater betrifft, so verbrachte er seine Zeit damit zu arbeiten, damit er die Rechnungen bezahlen und uns Essen kaufen konnte. Und ich, nun, wenn ich von der Schule nach Hause kam, gab es für mich nichts anderes zu tun, als mit meinen Puppen im Baumhaus zu spielen. Zu meinem 13. Geburtstag kaufte mir mein Vater das beste Geschenk aller Zeiten. Er kaufte mir einen kleinen weißen Welpen, der super flauschig war. Ich nannte ihn Snowball. Vielleicht würde mir dieser Hund Gesellschaft leisten, damit ich nicht so allein bin. Ich liebte Snowball und habe ihm viele Tricks beigebracht. Früher verbrachten wir den ganzen Tag zusammen im Baumhaus. Wir gingen nur nach Hause, um zu Abend zu essen. Auf diese Weise hielten wir uns vom Geschrei meiner Mutter und ihren langen Streitereien mit meinem Vater fern. Ich beobachtete während meiner Tage im Baumhaus auf den Himmel. Damals kam mein Vater erst nach Sonnenuntergang nach Hause, also beobachtete ich die Sterne, die den Himmel erhellen. Sie sahen unglaublich aus. Ich wusste, dass diese Sterne nichts anderes waren als Meteore, die schnell durch den Himmel flogen, während sie brannten. Aber alles, was mein Vater mir über sie erzählte, ließ sie magisch erscheinen. Einmal beobachtete ich mit Snowball den Himmel und wartete darauf, dass mein Vater nach Hause kam. Endlich kam, kletterte er hinauf und setzte sich neben mich. Er sagte, diese Sternschnuppe ist ein Wunsch, der sich gerade für jemanden da draußen auf der Welt erfüllt hat. Ein Wunsch? Fragte ich. Er erklärte, vor langer, langer Zeit gab es jeden Tag einen armen Mann, der zu den Göttern betete. Die Götter waren jedoch immer beschäftigt, sodass sie ihm nicht antworteten. Eines Tages schrie er so laut und die Berge zitterten. Die Götter sahen ihn an und hörten sich seine Sorgen an. Sie wurden so traurig und weinten brennende Sterne. Auf diese Weise, wann immer er einen Sternschnupper im Himmel sah, wünschte er sich etwas und die Götter würden es wahr werden lassen. Aber kann das wirklich sein? Fragte ich. Und er antwortete, Legenden sind schön zu hören, aber nicht zu glauben. Wenn die Legenden so alt sind, wie können wir dann wissen, ob sie wahr sind oder nicht? Fragte ich. Er lächelte mich nur an und sagte, es sei Zeit, zurück zum Haus zu gehen. In derselben Nacht, als ich im Bett lag und Snowball umarmte, fühlte es sich an, als würde mein Leben auseinanderfallen. Meine Mutter schrie meinen Vater hysterisch an und sagte ihm, dass das Geld, das er einbrachte, nicht mehr ausreichte und dass er gefälligst anfangen sollte, nach einem zusätzlichen Job zu suchen. Sie sagte, dass sie nicht mehr mit ihren Freunden ausgehen könne, weil es ihr peinlich sei. Sie könnte es sich nicht leisten, jedes Mal neue Kleider zu kaufen, wenn sie ausging, wie ihre Freunde es taten. Ich sah, wie Snowball mich ansah, als wolle er sagen, »Was für eine dumme Frau!« Das Streiten und das laute Schreien zog sich noch lange hin, bis ich es nicht mehr ertragen konnte. Ich schlich mich aus dem Fenster und ging auf die Eiche im Hinterhof zu. Alles um mich herum war dunkel. Hinter mir lief Snowball. Wir schlichen sehr leise, damit uns niemand hörte. Und dann kamen wir im Baumhaus an. Es war stockdunkel, also verfehlte ich eine Stufe auf der Leiter und schon rutschte ich ab. Das Letzte, woran ich mich an diesen Tag erinnere, war, dass, nachdem ich hart auf den Boden gefallen war, alles um mich herum verschwand. Snowball klang weit entfernt, obwohl ich sehen konnte, wie er um mich herumsprang. Und dann konnte ich nichts mehr fühlen. Nach einer Weile spürte ich, wie ich aufwachte. Mein Kopf schmerzte und ich konnte keinen Teil meines Körpers spüren. Ich hatte die Kontrolle über meine Körperteile völlig verloren. Selbst meine Augen, ich konnte sie nicht öffnen. Ich konnte das Licht um mich herum spüren, aber es war zu schwierig, meine Augen zu öffnen. Oh, was war mit mir passiert? Hing ich in meinem Schlaf fest? Oder was schlimmer als das? War ich gestorben? Ich wusste nicht viel über den Tod, außer dass ein Mensch nach dem Tod in Dunkelheit ertrinkt. Aber diese Dunkelheit, die ich fühlte, war anders, völlig anders. Ich konnte fühlen, wie mein Körper frierte.
Plötzlich hörte ich jemanden und wenn ich ihn hören konnte, bedeutete das, dass ich nicht tot war. Gott sei Dank. Aus seinem Tonfall wurde mir klar, dass er ein Arzt war, der mit meinen Eltern sprach. Er sagte, die Verletzung, die sie durch den Sturz am Kopf erlitten hatte, hat zu schweren inneren Blutungen in ihrem Gehirn geführt, die verhindern, dass genügend Sauerstoff in ihren Körper gelangt. Was zu einem Koma führt. Aber ich lag nicht im Koma. Ich war da bei ihnen. Ich hörte meinen Vater weinen und meine Mutter nach den Behandlungskosten fragen. Ich wollte schreien, nach ihnen rufen, irgendwas sagen. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht einmal reden. Plötzlich war ich nur noch Gemüse, das nichts anderes kann als zuzuhören. Die meisten Menschen überlegen nicht zweimal, bevor sie reden oder sich mit anderen verständigen. Sie machen es automatisch, aber ich hatte absolut keine Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen. In den letzten 13 Jahren war ich ein normales Mädchen gewesen. Ein Mädchen, das ihren Vater und ihren Hund liebte und das gerne spielte. Ich war glücklich und gesund. Aber jetzt, plötzlich, hatte sich das alles geändert. Die Ärzte wussten nicht, was sie tun sollten. Sie dachten, ich läge ganz im Koma, aber sie behandelten mich immer freundlich. Die ganze Zeit, die ich im Krankenhaus war, hörte ich nur die Stimme meines Vaters. Meine Mutter war gänzlich verschwunden. Ich wusste nicht, wo sie war und ich hörte nichts über sie. Bis zu dem Tag, an dem mir Ärzte sagten, dass es nichts mehr zu tun gibt und dass es für mich am besten sei, in das Haus meiner Eltern zurückzukehren. Ich hörte, wie meine Mutter mit meinem Vater stritt. Sie wollte mich nicht zu Hause haben. Ich war, so sagte sie, eine Last, die sie nicht tragen wollte. Aber ich ging trotzdem nach Hause. Ich war glücklich, weil ich wieder nach Hause konnte. Wie mein Vater meiner Mutter sagte, dass er das Baumhaus fertig habe, denn das war das Letzte, worum ich ihn gebeten hatte. Deshalb bestand er darauf, mich nach Hause zu bringen, damit ich in der Nähe der Dinge sein konnte, die ich liebte. Aber von da an ging es bergab. Ich verlor meine Bewegungsfähigkeiten. Ich scheiterte bei allen mentalen Untersuchungen, die sie im Krankenhaus an mir durchführten, also sagten die Ärzte meinen Eltern, sie können mich behandeln, als ob ich nicht existiere. Meine Rückkehr nach Hause war nur ein hoffnungsloser Versuch, meinen bewusstlosen Körper bis zum Tod zu pflegen. Mein Vater versuchte sein Bestes, um es mir bequem zu machen. Das ärgerte meine Mutter wirklich. Ihre Freunde hörten nach einer Weile auf zu besuchen und das Geld, das Papa zur Verfügung stellte, reichte nicht mehr aus. Die Maschinen, die mich am Leben erhielten, waren zu teuer. Früher konnte ich dem Schreien und Schimpfen meiner Mutter entkommen, aber nun steckte ich damit fest, ohne dass sie überhaupt wussten, dass ich sie hören konnte. Das Ganze fühlte sich wie ein Albtraum an. Als mein Vater mir Snowball schenkte, dachte ich, dass er sehr klug war und mich einfach verstehen konnte, ohne dass ich überhaupt mit ihm reden musste. Aber mein Vater lachte und sagte, »Hunde sind ungefähr so klug wie ein Dreijähriger. Sie können fühlen, wenn du glücklich, traurig oder verängstigt bist, aber sie können deine Gedanken nicht lesen.« Tief im Inneren wusste ich jedoch, dass Snowball kein gewöhnlicher Hund war. Er war besonders genug, um meine Gedanken lesen zu können, denn wir hatten diese wahnsinnige Verbindung. Jedes Mal, wenn meine Eltern ihr Gebrüll begannen, hörte ich Snowball neben mir sitzen und mit leiser Stimme bellen, als ob er mir sagen wollte, dass alles in Ordnung sein würde. Ich war mir sicher, dass Snowball wusste, dass ich ein Gefangener in meinem Körper war, im Gegensatz zu dem, was alle anderen glaubten. Er ist nie von meiner Seite gewichen. Sein Atmen war mein einziger Trost. Eine Weile lang wurde ich von meinem Vater unterhalten, wenn er abends mein Zimmer betrat und anfing, meinen Körper nach links und rechts zu bewegen, damit mein Blut zirkulieren konnte. Sobald er fertig war, setzte er sich neben mich und sprach mit mir, für eine Stunde oder so über seinen Tag, wie er es früher getan hatte. Aber das hielt nicht lange an. Das letzte Gespräch, das er mit mir führte, war, wie müde er war, sowohl körperlich als auch geistig, dass er sehr traurig war, dass er sein kleines Mädchen verloren hatte. Die einzige Person auf der ganzen Welt, die ihm immer zugehört hatte. An diesem Tag hörte ich ihn so laut schluchzen und dann sagte er plötzlich, ich kann es nicht mehr ertragen, dich so anzusehen. Danach hörte er auch auf, mit mir zu reden. Aus einem Jahr wurden schnell zwei und ich fühlte, wie die Person, die ich früher war, verschwand. Nicht nur ihr Körper, sondern auch ihre Erinnerung. Mutter sagte, dass sie es satt hatte, dass meine Sachen so viel Platz in Anspruch nahmen und dass sie diesen Raum gut nutzen konnte. Mein Vater konnte es ihr nicht abschlagen, also sagte er einfach, dass er meine Sachen in das Baumhaus bringen würde. Es dauerte nicht lange, bis ich aus meinem Zimmer in ein anderes gebracht wurde, das praktischer und viel kleiner war. Es hatte kaum genug Platz für mein Bett, meine Maschine und eine weitere Person, um sich darin zu bewegen. Das war genug für mich, so meine Mutter. Was noch schlimmer war, dass dieses kleine Zimmer neben dem Wohnzimmer lag. Das bedeutete, dass ich alles hören konnte, ich meine buchstäblich bis ins kleinste Detail. 2 Jahre wurden zu dreien und ich war noch am selben Ort, ohne dass jemand von meiner Existenz wusste. Es war, als wäre ich ein Geist. Wann immer die Freunde meiner Mutter zu Besuch kamen, ignorierten sie mich, als wäre ich nur ein Teil der Möbel. Ich war für alle tot, nur nicht unter der Erde. Nur Snowball blieb an meiner Seite. Die Gespräche meiner Mutter und ihrer Freundin waren lächerlich. Sie plauderten viel und konnten nicht aufhören, ihre Verwandten zu kritisieren.
Manchmal sprachen sie über Kleidung, Reisen oder ihre Männer. Ich habe einmal gehört, wie meine Mutter schlecht über meinen Vater sprach. Sie sagte, er sei der Grund für ihr Unglück und dass sie einen reichen Mann in einem Café kennengelernt habe. Dieser Typ hatte sie auf einen Drink eingeladen und sie war gegangen, um ihn zu treffen. Und jetzt dachte sie ernsthaft darüber nach, mich und meinen Vater zu verlassen. Für mich war das das Schlimmste an diesen 3 Jahren, sich völlig machtlos zu fühlen und nicht vor ihr stehen zu können, nicht schreien zu können. Du bist eine undankbare Frau. All die Dinge, die Dad für dich getan hat. Und doch ist es nie genug. Jetzt willst du ihn verlassen, weil ein anderer Kerl mehr Geld hat. Mein armer Vater hat mehr verdient als meine Mutter und sogar mich. Ich befand mich in völliger Dunkelheit und die Dunkelheit verschlang meinen Vater ganz. Ich konnte mich nicht mehr an viel über mein Leben vor dem Sturz erinnern und ich hatte solche Angst, dass ich alles vergessen würde. Meine Erinnerungen wurden verschwommen und ich erinnere mich an eine Freundin namens Maisie, aber ich konnte mich nicht erinnern, was wir früher gemacht hatten oder wie wir die Zeit miteinander verbracht hatten. Ich erinnere mich, dass ich Naturwissenschaften liebte, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Dinge, die wir in der Schule gelernt hatten. Gleichzeitig klammerte sich mein Verstand an diese Erinnerung und begann zugleich, neue zu erschaffen, die es noch nie zuvor gegeben hatte. Ich musste einen Weg finden, um hier zu bleiben, in dieser Welt, selbst wenn ich meine eigene Welt in meinem Kopf erschaffen müsste.